Sie haben eben noch mal deutlich gemacht, dass Sie die Weiterführung des Solidaritätszuschlags auch über 2021 hinaus für eine Frage der Gerechtigkeit halten. Ich darf Sie konfrontieren mit dem, was die SPD vor der letzten Bundestagswahl den deutschen Wählern gesagt hat, Seite 52 des SPD-Bundestagswahlprogramms. Aber dauerhaft kann auch der verbliebene Solidaritätszuschlag nicht erhoben werden. Wir werden deshalb auch den restlichen Solidaritätszuschlag stufenweise abschmelzen. Dasselbe hat die CDU-CSU gesagt, und Sie haben im Grunde in der Koalition, zumindest was die Abschmelzung angeht, eigentlich keinen Dissens. Sie sind vor die Wähler getreten mit einer Aussage, die Sie jetzt als Finanzminister wieder einkassiert haben. Und ich möchte Sie fragen, was das für die Glaubwürdigkeit des Regierungshandelns und der Politik der Bundesregierung bedeutet. Der Respekt vor dem Parlament verbietet mir gewissermaßen ständig darauf hinzuweisen, dass Sie die Dinge nicht falsch zitieren sollen. Aber ich möchte es doch noch mal tun. Was wir vorgeschlagen haben, ist exakt das, was die Bundesregierung jetzt macht. Und natürlich wird es irgendwann weitergehen. Das steht übrigens auch in dem Gesetzentwurf, der Ihnen vorliegt, drin, dass es später mal weitere Schritte geben muss. Wie die sein werden und wann die stattfinden, das hat die Bundesregierung für sich nicht festgelegt. Darüber gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Die Sozialdemokratische Partei kann sich zum Beispiel vorstellen, dass das durch eine Einbeziehung in den Einkommensteuertarif erfolgen kann. Vielen Dank. Ja, sehr gerne, Herr Präsident. Diese Erläuterungen wären vor der Bundestagswahl für die Wähler sicher interessant gewesen, Herr Minister. Aber ich will noch mal zurückkommen auf das stand schon in dem Wahlprogramm nachzulesen. Herr Bundesminister, Sie dürfen immer richtig stellen, aber nur, wenn Sie das Wort haben. Jetzt hat es der Kollege Funke. Sie sollten Ihre Wahlprogramme vielleicht mit Beipackzetteln versehen, damit man das Kleingedruckte auch lesen kann. Ich möchte aber noch mal auf die verfassungsrechtliche Lage zurückkommen. Es ist ja nicht irgendwer, der Sorgen hat, dass das verfassungswidrig ist. Es ist der frühere Präsident des Verfassungsgerichts, Professor Papi. Es ist der Bundesrechnungshof. Es ist der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Das sind doch alles Autoritäten, die man nicht einfach beiseite wischen kann. Und ich möchte Sie deshalb fragen, und zwar für die Öffentlichkeit, was passiert, wenn Professor Papier, der Bundesrechnungshof und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages recht haben und Olaf Scholz, der Minister, falsch liegt, der Solidaritätszuschlag eines Tages für verfassungswidrig erklärt wird? Was sind die Haushaltsfolgen, wenn das so eintreten sollte? Ich finde, dass Sie schon unterstellen sollten, dass sich alle die Gedanken sehr sorgfältig gemacht haben über die Frage, was verfassungsrechtlich zulässig ist. Ich teile die von Ihnen hier insistierte Haltung nicht. Und will deshalb noch mal dazu sagen, eine Möglichkeit, die immer besteht, ist, dass man das in den Einkommensteuertarif überführt. Das haben wir übrigens in unserem Wahlprogramm vorgeschlagen, allerdings im Zusammenhang mit der Regierungsbildung nicht zu einer gemeinsamen Ansicht voranbringen können.